Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fessel. Und es geht hier gleich weiter, Schlag auf Schlag. Ich muss hier ja eigentlich ein bisschen voraufnehmen hier, weil ich ja nicht da bin demnächst, Donnerstag bis zum Montag. Gut, vielleicht mache ich jetzt auch so, dass ich euch das mit einer Pause zwischenrein mache, dass ich jetzt hier nur alle 2 Tage mal eine Folge bringe. Einfach nur aus dem Grund, weil ich habe wirklich keine Zeit mehr gehabt, hier groß aufzunehmen heute. Und morgen bin ich halt schon weg. So, und zwar, wie war das mit dem Antrieb hier? Ich muss hier kurbeln. Dann kommt hier die rote Suppe rein. Dann muss ich da drauf blaues Zeug kippen. Autsch. So, jetzt hier dreht sich der Kolben oder auch nicht. So, hier muss es eigentlich auch noch mal hier wie beim Auto der Kolben hier. Na? Geh, geh, geh. Ja, windet es einen Todpunkt? Ja. Bisschen langsam noch, finde ich. So, jetzt hat er müsste perfekt klappen, ja. Jetzt läuft's richtig. Ja, oh, was machst du denn hier? Du machst ja eine Mordsauerei hier. Komm hier, jetzt hat die Sau mal Schluss hier mit lustig. So. Das letzte Mal hat sich aber der Lift andersrum bewegt. Naja gut, es ist eigentlich egal. Ah, ich will hier nicht rausfallen. Ja, gibt's hier den Kornlift? Immer diese Werbung, die kennt vielleicht noch eine von euch. So, hier gehen wir mal raus. Aber Moment, ich will hier noch auf den Baum, weil hier ist halt ein Geheimgang. So, hier müssen wir von Ast zu Ast und hier hinten ist eben wieder Protoplasma. Yes. Ja. Gut, jetzt wäre hier gekommen 2 von 5 oder so ein Achievement. Gut, und das mit den getriebenen Achievements, das habe ich natürlich jetzt auch schon. Dadurch, dass jetzt eben hier die Folgen am Arsch waren. Ohne Ton und alle. Wenn ich hätte euch das auch noch nachkommentiert, ja. Aber ohne Spielton macht es auch überhaupt keinen Sinn, finde ich. So, geht's hier weiter. Und hier ist jetzt wieder die Raffinesse. Ich muss hier schaffen, dass hier einer explodiert, dass dann dieser Kontakt hier nach oben geht. Und zwar kommt hier blaue Suppe raus und drüben rote Suppe. Und wie habe ich das letzte Mal gemacht? Das habe ich so gemacht, indem ich hier einen Knopfdrücker reingelegt habe. So, lass hier den Pudding raus. So. Das war nix natürlich mal wieder. So, komm. Langt's? Nee. Ah, das ist immer das. Immer wieder mal das gleiche hier. So. Das schmeißen wir dann halt hier in den Bottich rein. So, jetzt müsste es aber lang. Gelee-Pudding-Roter hier. So. Warte mal. Ich könnte das natürlich auch anders machen, so wie es vielleicht vorgesehen ist. Und zwar, weil hier unten, das habe ich auch später gemerkt, ist auch noch so ein Knopf da hier. So, jetzt geht er hier erstmal hin und drückt hier drauf. Ja, aber das ist jetzt blöd. Dann mache ich das mal so. Ja. So, und jetzt erstelle ich hier mal noch ein blauen Flur, genau.
So, ja, das war jetzt dumm. Er steht mir jetzt nämlich genau auf der Leiter im Weg und ich bin unterköpft, also nochmal Klatsch. So. Jetzt machen wir hier den Knopf. So, und der will jetzt hier auf den Knopf hüpfen. So. Nö. Jetzt ist die Frage, ich habe das letzte Mal ganz anders gelöst, und zwar, was passiert jetzt, wenn ich da unten drauf drücke? Okay, da will der Rote dann hier hochlaufen. Was passiert jetzt, wenn ich hier, dann läuft der Blaue rüber. Ja, toll. Und wenn ich jetzt den Knopf hier anschalte, dann läuft der Blaue auch wieder. Ja, super, jetzt habe ich den Blauen oben. Und der Rote macht jetzt hier gar nichts. Blöd. So, da kann ich den wahrscheinlich wieder runterlocken, wenn die ganze Scheiße nicht funktioniert, sozusagen. So. Jetzt also nochmal, jetzt machen wir hier einen roten. Zack. Der Doldi läuft jetzt wieder an den Knopf da. Ja, und jetzt läuft der Rote hier. Das lassen wir mal nicht zu. So. Also nochmal von vorne. Nochmal rot. Ja, dann mache ich so, wie ich es vorher gemacht habe. So, der Blaue hier verschwindet mal. Und zwar habe ich das so gemacht, ich könnte das halt wieder einsammeln. Ja, jetzt ist schon wieder weg. Und dann machen wir halt hier nochmal Slurf. So, und zwar habe ich hier einen Sauger genommen dann. Den pfeffern wir gleich mal hier rein. Ja, noch ein bisschen vielleicht. Ja. Klappt. Und dann habe ich, dann habe ich das so gemacht. Hier das Licht angemacht. Den Blauen habe ich dann da hochgelockt, indem ich erstmal wieder die Düse mal wechseln. Genau, die Spitze brauche ich jetzt. Hier reingesprüht. Dann kommt es nämlich hier in die Schale. Dann will der Blaue wieder dahin laufen. So. Und jetzt muss ich das so machen. Der Blaue muss jetzt hier lang laufen, also muss hier was in die Schale. Und der Rote muss aber dann hoffentlich klappt es. Ah ja, gut. Gott sei Dank. Hat ja sogar besser geklappt wie beim letzten Mal. Das hat richtig gleich nach oben das Kraut. So, und jetzt geht hier das Türchen auf. Und wir können das Getriebe Nummer 6 von Zeug befreien hier. So. Wo bin ich denn? Hä? Hallo? Ah ja. Ja. Okay, ich muss das wieder zeigen, dass das Windrad wieder läuft. Das ist ja übrigens ein doppeltes ist anscheinend. Wo komme ich hier raus? Ah, hier glaube ich, ja. Genau. So. Nü. Da kriegt man nochmal einen Protokolleintrag. Chemielabyrinth. Ich habe die zentrale Aufbereitungsanlage für diesen Obstgarten erreicht, wo der ganze Zellstoff zusammenläuft. Und es hört sich an, als ob es hier nur so an Fluss wimmeln würde.
Irgendwo unter dieser Anlage befindet sich das Effizienzexperiment. Eine Modifizierung meiner ursprünglichen Turbinen. Ich muss dort runter und die Maschine stoppen, damit sich das Fluchschaos nicht noch weiter verschlimmert. Tja, da hast du was angerichtet mit deiner Erfindung, ne? So, da kommt immer welche aus der Klappe hier raus. Hier sind die drei Türen, Quatsch, fünf Türen und die sechste natürlich. Wollen wir hier uns das Protoplasma ziehen. So, jetzt kommt auch was ganz Lustiges. Jetzt kommt nämlich normaler Trinker. Und ja, ich habe jetzt gedacht, der platzt jetzt hier einfach halt wieder, wie immer. Nee. Und? Flupp. Sind's zwei. Okay. Und schnell weg. Die Lauser. Also das sieht hier schon ganz schlimm aus hier unten. Also das ist ja ein Riesenlabyrinth. So. Neuer Protokolleintrag. Fluormitose. Erstaunlich, dieser Trinkerfluh hat eine vollkommen verbesserte Fähigkeit offenbart. Als er seine Kapazität erreicht hatte, teilte er sich in zwei Flus mit gleicher Funktionalität. Der ursprüngliche Hang zur Selbstzerstörung scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Was für diese rohstoffreiche Umgebung viel besser ist. Die Anpassungsrate dieser Flus ist wirklich erstaunlich. So. Und hier unten ist jetzt ein riesen Rohrsystem und da haben wir rote und blaue Flus und ja, da tropft schon was rum und hier und wir wissen ja, wenn blau und rot zusammenkommt, gibt es eine Explosion. Und wir können hier anscheinend mit Hebeln immer hier die Fließrichtung ändern. Muss ich aber erstmal gucken, was hier genau wie geändert werden soll, was wir mir überhaupt machen sollen. Und zwar, hier muss anscheinend rot und blau rein. Das würde eigentlich bedeuten, dass ich hier schon mal rumdrehe. Dann müsste ich hier das rote darüber kriegen. So, dann drehen wir hier anders drum, damit es dann hier nach unten. So, und hier müsste eigentlich das Ganze komplett anders drum laufen, genau so. So, jetzt kommt hier schon mal rot rein. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie noch blau kriegen. Blau haben wir hier. Ja. Okay. Es hat schon funktioniert. Schneller, wie ich das jetzt eigentlich gedacht hätte. Okay. Nü, was brauchen wir denn? Was müssen wir jetzt machen? Jetzt ist hier offen. Da ist ein Hebel. Ja, dann gehen wir doch einfach gleich mal hier runter. War ja doch einfacher, wie ich dachte. Warte mal. Ah, nee, hier drüben muss ja noch Soße rein. Okay. Also, da müssen wir das jetzt so machen, dass die rote Soße da oben ankommt. Wenn wir das hier rumdrehen. Halt, stopp. Hier das Blaue irgendwie anders drum leiten. So, das hier nach oben. Was ist hier eigentlich hier? Was soll der Scheiß hier? Was macht ihr da? So, verschwindet hier mal bitte. Danke. So, die blaue Suppe hier leiten wir auch mal um. Und die leiten wir hier auch mal um. So, jetzt muss hier bloß noch Brot rein. Rot müssen wir irgendwie hier rüber kriegen.
das haben wir eigentlich ganz leicht, wenn wir hier rumschalten. Jo. Dann gibt es hier wieder eine Explosion in der Kammer. Und dann geht hier auch eine Tür auf. So. Hier komme ich nicht durch, also muss ich dann Flur durchschicken. Ja. Okay. Aber das machen wir ganz unkonventionell, also. Wir machen jetzt hier so einen Sauger. So, nett. Ja, Wasser könnte man nehmen. Aber wir nehmen Blau einfach hier. Nee. Okay. Wir nehmen kein Wasser. Was ist jetzt das für ein Scheiß hier? Umschalten. So. Okay, jetzt haben wir ein Wasser. Der will jetzt erstmal gar nicht weiter. Ja, Leute. Wie gesagt, ich mache jetzt hier mal kürzere Folgen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir machen das Ganze hier bei der nächsten Folge weiter. Bis dann.